Hey ho Leute und herzlich willkommen zu meiner neuen Rezension. Heute soll es um Der Winter der schwarzen Rosen von Nina Blajon gehen. Und zwar ist das jetzt Anfang Oktober im CBT Verlag erschienen und kostet 16,99 €. Und es hat 541 Seiten. Es ist ein High-Fantasy-Jugend-Fantasy-Roman und es geht um die beiden Schwestern, um die Zwillingsschwestern Lilian und Talian. Sie leben in einem Land, in dem es Brauch ist, dass die Erstgeborenen das Zuhause im Laufe der Jugend verlassen und an einen Ort gehen, der ihnen schon als Kind vorherbestimmt ist. Und das macht jeder Erstgeborene und das ist wirklich die Tradition dieses Landes, dass das erstgeborene Kind eigentlich nicht über sein Leben frei entscheiden darf. Und das zweitgeborene Kind darf erst über sein Leben entscheiden, wenn das Erstgeborene aus dem Haus ist. Aber das Zweitgeborene hat die freie Wahl darüber, was es machen will, wo es sein möchte. Und ja, Lilian ist die Erstgeborene und es ist vorherbestimmt, dass sie ins Grauland gehen soll, wo wirklich gar nichts ist und wo eigentlich nur der Tod auf sie wartet. Und Talian fiebert dem aber schon entgegen. Natürlich liebt sie ihre Schwester einerseits, aber sie möchte endlich über ihr eigenes Leben entscheiden können, denn sie möchte unbedingt an den Hof und möchte dort ihr Leben weiterführen, so wie ihre Mutter es einst tat. Lilians und Talians Mutter ist gestorben, aber sie war eine enge Vertraute der Lady, dem Oberhaupt des Landes quasi. Und Talian möchte in ihre Fußstapfen treten, denn das ist das Leben, was sie sich erhofft, voll Prunk und voll Kleider und eine schöne Zeit und nicht mehr in der Jagdhütte des Vaters wohnen und ihm bei der Jagd der Hirsche helfen. Die Mutter der Zwillinge war eine enge Vertraute und gute Freundin der Lady, aber seitdem sie vor vielen Jahren gestorben ist, leben Talian und Lilian und ihr Vater nicht mehr in der Stadt, sondern sie wurden quasi verbannt aus der Stadt und müssen jetzt Jäger sein. Aber trotzdem werden die Zwillinge zu einem wichtigen Ball, zu einer wichtigen Party an den Hof eingeladen und dort schmieden die Lady und Talian dann einen Plan, wie sie Lilian möglichst schnell aus dem Haus kriegen, weil ihr Vater immer noch an ihr festhält und sie noch nicht gehen lassen möchte ins Grauland. Aber Talian möchte so gerne ihr eigenes Leben bestimmen und sie möchte an den Hof und auch die Lady möchte Talian durchaus am Hof haben und zu ihrer Vertrauten machen. Denken sie sich etwas aus, wie sie Lilian möglichst schnell loswerden können. Und so stellt die Lady Talian ein Ultimatum, bis wann Lilian aus dem Haus sein soll, um Talian dann wirklich am Hof aufnehmen zu können. Ja, und das war's erstmal von der Geschichte. Natürlich gibt es hier auch noch eine Liebesgeschichte, sogar zwei Liebesgeschichten, weil natürlich jede Zwillingsschwester da so ihre Erfahrungen macht. Ich muss sagen, ich fand das Buch gut, nicht überragend. Ich habe dem 3 Sterne gegeben, weil ich das Ende echt nicht toll fand. Ich fand das Ende blöd. Ja, ich fand das Ende blöd. Das kann ich jetzt auch echt mal sagen. Aber sonst fand ich die Geschichte echt total cool. Ich mochte sowohl Lilian als auch Talian, weil ich die beiden sehr, sehr interessant fand und auch einfach sehr interessant fand, wie sie gehandelt haben und das gerne beobachtet habe. Also es ist aus beiden Sichten geschrieben. Lilian erzählt mal was und Talian erzählt mal was aus ihrer Sicht. Und das erkennt man auch an der Schriftart hier im Buch. Dann haben sie nämlich die Schriftart gewechselt, sobald die andere Schwester erzählt. Und das fand ich auch richtig cool gemacht. Ja, ich mochte die beiden. Aber zum Ende hin haben sich beide irgendwie so verhalten, wie ich nie gedacht hätte, dass sie sich verhalten würden. Und das ging mir ein bisschen gegen den Strich. Die Welt fand ich total cool. Und vor allem fand ich es super, super cool, dass man ständig irgendwelche Anspielungen hatte auf Nina Blajons andere Bücher. Also ich weiß zumindest, dass Der dunkle Kuss der Sterne, Faunblut und Ascheherz auch in dieser Welt spielen. Ascheherz habe ich noch nicht gelesen, aber die anderen beiden. Und ich glaube, Der dunkle Kuss der Sterne spielt hunderte, wenn nicht sogar tausende Jahre vor dieser Geschichte. Auf jeden Fall wird irgendwann mal Bezug genommen auf das Buch und es wird gesagt, damals in der alten Zeit, ja, ja, da gab es diese Leute. Und man denkt so, ja, 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 die kenne ich und die Stadt, die kenne ich und ja. Und das fand ich richtig cool. Und auch aus Faunblut sind mir dann ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Ja, das fand ich richtig cool. Und hier hinten ist außerdem noch eine Karte drin. Das fand ich auch richtig cool. Ich mag das immer, wenn in Büchern Karten drin sind. Hier ist sie. Und
Ja, ich fand vor allem, dass in diesem Buch so richtig, richtig viel passiert und man macht einfach so eine richtig lange Reise mit denen mit und das fand ich total interessant. Ich habe mir, bevor ich das Buch gelesen habe, den Klappentext durchgelesen. Also nicht den hier hinten drauf, weil das ist nur ein Zitat, aber hier in der Innenseite, da ist noch ein Text. Und den Text hätte ich nicht lesen sollen, weil da wird irgendwas verraten, was man nicht ahnt zuerst. Und das hat mich so ein bisschen gespoilert, muss ich sagen. Und deswegen lest das bitte nicht, bevor ihr das Buch lest, weil ich finde, das verrät einfach zu viel. Weil das, was hier in diesem Text beschrieben wird, passiert nicht bis zur zweiten Hälfte des Buches irgendwann. Also das passiert wirklich erst so gegen Ende und das finde ich irgendwie komisch, weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet und dachte, hä, irgendwie kommt hier nichts von dem, was ich gelesen habe. Und dann auf einmal wurde es mir klar, wohin das geht und das war ein bisschen blöd. Leider konnte mich das Buch nicht ganz überzeugen. Ich habe auch echt lange dafür gebraucht, muss ich sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich weiterkomme. Das war auch ein bisschen frustrierend, aber ich fand es trotzdem echt angenehm und auch interessant, aber das Ende hat mir auch wieder einiges kaputt gemacht. Also es war wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Ich wusste einfach nicht ganz genau, wie ich das jetzt einsortieren sollte. Ich habe dem jetzt letztendlich 3 bis 3,5 Sterne gegeben und ja. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, könnt ihr mir gerne sagen, wie ihr es denn so fandet. Das würde mich sehr interessieren, weil ich habe über dieses Buch halt auch bisher, glaube ich, nur mega gute Sachen gehört und ich glaube, ich stehe schon wieder ein bisschen alleine da mit meiner Meinung. Ich hoffe jedoch nicht, dass ich alleine da stehe, also bitte teilt mir eure Meinung mit. Dann möchte ich dem CBT Verlag nochmal danken dafür, dass sie mir das Buch zur Verfügung gestellt haben und dann war es das auch schon mit dieser Rezension. Hallo, hier ist die Laura aus der Zukunft und ich schneide gerade das Video und habe voll vergessen, dass ich ja eine Verlosung mit einbauen wollte und deswegen mache ich das jetzt ganz schnell. Und zwar habe ich ja vom Verlag aus Versehen ein zweites Exemplar zugeschickt bekommen. Das ist noch frisch eingeschweißt und alles tipptopp und das möchte ich gerne verlosen. Und alles, was ihr dazu tun müsst, ist mir einen Kommentar zu schreiben, in dem ihr eine Frage beantwortet. Und zwar, für alle die schon mal was von Nina Blajon gelesen haben, die können mir ihr Lieblings-Nina Blajon Buch in die Kommentare schreiben und sonst schreibt ihr mir bitte einen Kommentar mit eurem liebsten Fantasy-Buch, beziehungsweise, ja, Urban Fantasy, High Fantasy, ist total egal. Buch mit Fantasy-Elementen, keine Ahnung. Total egal. Hauptsache, es hat irgendwas mit ein bisschen Fantasy zu tun. Und das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Also das solltet ihr mir in die Kommentare schreiben. Wenn ihr mir diese Frage beantwortet, nehmt ihr offiziell am Gewinnspiel teil. Falls jemand gewinnen sollte, der noch keine 18 Jahre alt ist, bräuchte ich noch eine Einverständniserklärung der Eltern, dass ihr mir eure Adresse rausgeben dürft. Aber das machen wir alles, wenn das dann soweit ist. Ich werde wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen oder nachdem das Gewinnspiel abgelaufen ist, ein Video dazu hochladen mit der Auslosung. Und ja, das Video wird jetzt wahrscheinlich noch am 10. online gehen. Das heißt, ich werde das Gewinnspiel bis zum 15. um 12 Uhr mittags laufen lassen. Das ist ein Sonntag. Ja, dann lassen wir es bis zum 15. um 12 Uhr mittags laufen und dann kann ich wahrscheinlich direkt die Auslosung auch schon an dem Tag hochladen. Das war's dann auch. Schreibt mir eure Lieblings-Fantasy-Bücher in die Kommentare und ja, bis dann. Tschüss!